Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Fußballmanager 13. Ja, und wir widmen uns wieder der Karriere mit der Hertha, steigen mal um von FIFA weg. Und ja, nach längerer Zeit begebe ich mich mal wieder an den Manager. Dunkel habe ich noch in Erinnerung, dass die letzten Parts nicht ganz so erfolgreich waren. Aber mir ist auch aufgefallen, eigentlich müsste man das Ganze in Relation sehen, denn wenn man hier unten mal auf unsere Saisonziele blickt, unser Ziel war es nicht abzusteigen, wir befinden uns momentan auf Platz 11. Klar schielt man gern höher, aber wir sind immer noch deutlich über den Erwartungen. DFB-Pokal sind wir auch eine Runde weitergekommen als erwartet und nur gegen eine relativ gute und finanzkräftige Mannschaft aus Leverkusen ausgeschieden. Von daher, auch wenn ich jetzt hier die Krisensitzung angesetzt hatte im letzten Part, kann man, denke ich, noch zufrieden sein. Ich hoffe jetzt, dass die Krisensitzung nichts Negatives negative Auswirkungen hat, sagen wir es mal so. Und ja, mal schauen. Unsere Reserve steht ja auch auf dem ersten Platz, so viel ich weiß. Also ganz so schlecht stehen wir echt nicht da. Wir sollten jetzt nur sehen, dass wir jetzt so einen kleinen Bogen nach oben wieder kriegen, um vielleicht nochmal an den internationalen Plätzen zu schnuppern. Das wäre gerade für die Finanzen nächste Saison und für die Neuzugänge immer ein gutes Zugpferd. Robert Lewandowski wird vor Marco Reus und René Adler Spieler des Monats Februar. Ja, in 79 Tagen geht die Saison zu Ende. Der KSC ist die beste A-Jugendmannschaft in Liga 3. Und unser Vertrag mit der Hertha läuft aus. Das heißt, wir müssen da auch mal gucken, dass wir uns wieder zusammensetzen. Aber das würde ich gern machen, wenn wir vom Tabellenplatz wieder ein Stückchen weiter nach oben schielen. Okay, Spiel gegen Mainz wird verschoben. Bochum hat Interesse an uns, das ist ja, interessiert mich nicht. 5. erste wieder unter der Woche, das ist zwei Spiele unter der Woche hintereinander. Das nimmt einem schon die Möglichkeiten wieder so ein bisschen, weil es dann doch auf die Frische geht. Ah Mann, ey. Egal. Neymar, wie es kommt. Neymar. Ja, der Neymar, der kommt nicht. Den will ich auch nicht. Selbst wenn er für 0 Euro, naja, wohl. Man sollte niemals nie sagen, aber bleiben wir mal ein bisschen, kleines bisschen realistisch. Wobei das hier eh schon so eine Sache ist, Fußballmanager und realistisch. Ich guck ja auch andere Fußballmanager von anderen Let's Playern und dann sieht man auch immer in den Kommentaren, wie kannst du den Transfer machen? Oder einige YouTuber sagen selber, nee, ich mache nur die Transfers, die realistisch sind. Und da denke ich mir immer so, Leute, ne, das ist ein Spiel. Und wenn man das realistisch halten will, dann muss man halt realistisch Trainer werden und nicht sich an so einem Spiel orientieren will. Letztens in dem FIFA-Part habe ich das gesehen, hat einer gesagt, Spieler hier von Schalke, den können wir nicht ausleihen nach Freiburg, weil der würde da nie hinwechseln. Gut, so, jetzt guckt man aktuell, in der Freiburger Mannschaft war auch ein Mike Hanke, der war früher auch mal in Schalke, also das ist, sowas zu sagen ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Deswegen sagt niemals nie, einfach spielen und sich überraschen lassen, was man so auf die Reihe bekommt, ist immer am besten. So halte ich das jedenfalls. Wer damit ein Problem hat oder so, ich zwinge ja hier keinen, das zu gucken. Und ja, würde ich sagen, verbleiben wir so. Haben wir da nochmal klar gemacht, wie das eigentlich ist. Ansonsten, wenn ihr Insider-Tipps habt für gute Spieler, die ich jetzt nicht auf dem Radar habe, obwohl ich schon viele kenne, dürft ihr mir die gern auch in die Kommentare schreiben will, ist hier kein Mensch unfehlbar, ne? Auch ich bin das nicht. Vertrag. Dann zeig mal her, was da ist.
Machen wir den Pizarro schon wieder. Na, hier sind ein paar neue, aber die sind mir zu alt. Renato Ribeiro. Bisschen schlecht bewertet, Orte ist zu alt. Tinga und Sigi. Pizarro kriegen wir noch nicht, ne? Oh, das ist falsch. Pizza. Ich. Oh. Hä? Pizarro, wird er so geschrieben? Ich trottel. Trotzdem habe ich Pizza lieber. Hat er seinen Vertrag verlängert? Nee, dafür geben wir kein Geld aus, Leute. Das macht man nicht. Haben wir noch irgendeinen auf dem Blickfeld? Nee, gut. So, neuer Monat, neue Marktwerte. Borchardt natürlich durch die Versetzung in die erste Mannschaft gestiegen, ist ja klar. So, was haben wir denn da? Lustenberger mittlerweile 6,3 Millionen wert und eine 78er Stärke. Wobei seine Grundstärke beträgt 74, ist auch riesig. Bedenkt, ich glaube, zu Saisonstart war die bei 71, wenn mich nicht alles täuscht. Da haben wir schon ein bisschen gute Arbeit geleistet, dürfen wir uns auch selber mal auf die Schulter klopfen. So. Nein. Ah, dahin. Wunderbar. Ja, du musst dich schon reinhängen, wenn du spielen willst. Und du, Badu, du hast zweifelsohne das Talent. Nur ein bisschen Verletzungspech. Aber daran kann man ja arbeiten. Teixeira, super letztes Spiel. Burchi, du hast gut trainiert. Semi Alagri, so geil. Ramos hat im letzten Spiel getroffen, kann man nix sagen, Brooks nix. Gelbrecht wieder gut trainiert, Jung. Sieht die Teamchemie mittlerweile doch eigentlich ganz okay aus. Gucken wir mal, welche Auswirkungen die Krisensitzung hatte, falls ich das nicht aus Versehen schon gelöscht habe. Vor lauter Schusslichkeit. Jojo. Ich muss mich da jetzt auch erstmal wieder reinfinden. Wie gesagt, der letzte Part ist ein bisschen her. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich alles fabriziert habe. Welche Zugänge ich dann doch bekommen habe und welche nicht. Kraft fehlt jedenfalls noch 3 Spiele. Der war auch richtig gut drauf. Langkamp kommt endlich in Gang. Das ist auch sehr positiv zu vermerken, genau wie Chigerchi und Rui Teixeira ist aber richtig steil gegangen. So. Das ist okay. Wir haben keine News mehr. Haben wir die gelöscht. Ah, wird aber schon positive Auswirkungen gehabt haben. So, ansonsten sieht die zweite Mannschaft hier, Singu mittlerweile auf einer 60. Da haben wir ja echte Wunder bewirkt. Hat sich unter Haching auf jeden Fall gut verstärkt, aber von der Stärke her ist er in Ordnung. Jedenfalls das Talent macht mir so ein bisschen gut, könnte man bei Sprint auch sagen, aber ach, naja. Wie? Kamper. Macht sich hier hoffentlich auch. Guck mal gerade noch in die Jugend. Top, top. Alles okay. Der hat auch schon eine 60. Könnte dann ein guter werden für die zweite Mannschaft. Die beiden sind ja für die zweite gedacht. Und dann wird das schon, denke ich mal. So, Verträge.
Zukünftige Wechsel. Kahais kommen, Sima, Silva, Birkic und Busch. So, da haben wir einen für die erste Mannschaft, zwei, drei für die erste Mannschaft und zwei eigentlich ganz gute für die zweite Mannschaft. Bei genau zwei Abgängen, aber die können wir natürlich positionsmäßig noch nicht so kompensieren. Gut, Busch, Singu geht noch einigermaßen, aber für den Sturm brauchen wir dann noch was. Die Jugendspieler sind auch keine Stürmer, nein. Müssen wir mal gucken, wie wir da noch Kevin Stefan kompensieren. Aber Lasogga kommt ja auch zurück. Der ist jedenfalls keiner für die zweite Mannschaft. Na, mal schauen, wie wir das machen. Erstmal diese Saison hier überstehen, ne? So, die haben alle ein Spiel mehr als wir. Das heißt, mit drei Punkten können wir, müssen die drei Punkte eigentlich holen, um hier wenigstens an Gladbach und Hamburg dran zu bleiben. Sonst verlieren wir langsam den Anschluss. Hier 8 Punkte zu Stuttgart ist schon fast groß. Christian Alvarez fällt auf. Na super. Noch mehr Ausfälle. Hurra. Jonas Kamper jetzt die 2 Tore. Die zweite Mannschaft läuft. So. Oh. Hatte so einen Nieser in der Nase. Aber ist nochmal gut gegangen. Ja. Jetzt wird wieder Karneval gefeiert hier. Ja, unser Kader arbeitet wieder am Limit. Da darf echt keiner mehr ausfallen. Denn ich will jetzt die zweite Mannschaft nicht noch mehr beuteln. Timo Beutling. So, komm Jungs. Ein Sieg wäre sehr schön. Los geht's. Heute wird kein Zweikampf auf dem Weg gegangen. Na super, kommt schon Jungs, kommt schon. Mal ein bisschen warm laufen. Vielleicht sendet das Signale. Meint schon zwei Verletzte, die tun mir leid. Und führen trotzdem. Oh, mir tun die nicht mehr leid. Ey, Leute. Ich weiß, dass ihr es besser könnt. Das ist doch. Was ist nur los mit euch? Kritisieren. Jetzt muss ich mal einen Hammer auspacken. Kann doch nicht sein, dass Lustenberger der Einzige ist, der sich hier den Arsch aufreißt. Oh, Mann, Leute, 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 Leute. Fitness und alles passt doch. Was ist nur los? Benatira auch in einem riesen Loch. Wie soll ich das nur rauskriegen? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, 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 bitte. Ja, das gibt's nicht. Wir verlieren den Anschluss und lassen uns von Mainz richtig fertig machen. Aber so richtig fertig machen. Boah, und Bursche hat ein gutes Spiel. Ja, Unzufriedenheit mit ihrer Arbeit. Fickt euch, Mann. Ich bin auch selber nicht zufrieden. Ihr kleinen Witzbolde. Wir machen uns gerade die Vorrunde, die gute Vorrunde, hätte ich beinahe gesagt. Ja, doch, Vorrunde stimmt ja soweit. Die gute Hinrunde kaputt. Na gut, das Spiel gegen Hannover sehen wir dann im nächsten Part. Das quetsche ich jetzt mal nicht mit rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und würde sagen, im nächsten Part müssen wir echt mal loslegen, sonst ist der Zug nach oben definitiv abgefahren. Ja, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und sage ciao.